Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin, willkommen zurück zum Meta-Montag. Heute gibt es wieder ein Meta-Deck, was wir mal uns angucken werden. Wenn ihr das Deck selber spielen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt, lasst dem Video gerne mal ein Like da, natürlich auch ein Abo für den Channel, why not? Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Deck für heute und das ist Ad Ignista. Ad Ignista selber ist ein ganz okayes Deck, es macht ziemlich viel Stuff, es hat ein Karten-Combo-Starter, aber es ist halt sehr anfällig auf Interruptions auf die jeweiligen Combo-Starter oder Extender. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt einmal an mit dem Deck, was tut, was ihr spielen müsst. Was ihr zuerst braucht, ist dreimal Achichi, das ist dieses tolle rote Monster hier. Es hat die Fähigkeit, dass es auf Normal- oder Spezialbeschwörung euch ein Ignista-Monster, Stufe 4 oder niedriger, von eurem Deck suchen kann. Es ist ein Starter, weil er gibt euch quasi den Rest. Denn die Karte ist halt ein Cyrus Monster, Stufe 4 oder niedriger. Damit könnt ihr im Endeffekt das Ignista Link Monster machen, was euch die Fields besuchen kann. Aber wir gehen jetzt mal weiter mit dem nächsten Monster. Das nächste Monster ist Kari Ignista. Die Karte hat die Fähigkeit auf Normal oder Special Summon eine AI Spell Trap zu adden. Und da gibt es ein paar, die ganz okay sind. Und es gibt zwei, die wirklich ganz gut sind. Das sind Iron Reborn und Eye Contact. Da kommen wir noch zu. Und natürlich Island. Das heißt, die Karte kann die Fieldspell theoretisch auch suchen, was ziemlich dumm wäre, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Und die ist halt ein Level 4 Monster und die kann einmal pro Spielzug ein anderes Ignista Monster zu einem Level 4 Monster machen. Das ist gar nicht so irrelevant. Auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dann machen wir weiter mit den letzten Ignista Monstern, die wir im Main spielen. Das sind tatsächlich nur 9 Stück. Und das sind halt drei One-Offs. Das ist einmal Doyon. Der kann, wenn er beschworen wird, aus eurem Friedhof ein Ignista Monster adden. Und wenn er als Link Monster benutzt wird, dann kann der aus eurem Friedhof eine AL Spell Trap adden. Der macht quasi das gleiche, was die anderen beiden machen, nur aus dem Friedhof und das in einer Karte. Das ist nicht bad. Dann haben wir noch einmal Bururu. Die Karte ist ein Empfängermonster, wichtig zu wissen. Und die hat die Fähigkeit, dass es eine Ignista-Monster in den Friedhof schicken kann vom Deck, wenn die beschworen wird. Das ist wichtig für die nächste Karte, das ist nämlich die hier. Das ist Danmari. Danmari hat die Fähigkeit, wenn ihr ein Link 6 Monster kontrolliert, dass ihr die aus dem Friedhof banishen könnt und dann eine offene Karte, die euer Gegner kontrolliert, negieren könnt als Quick-Effekt. Das ist ein sehr, sehr guter Effekt. Und deshalb ist die Karte auf jeden Fall auch verspielbar. Ansonsten macht sie nicht wirklich viel. Das Artwork ist auch ziemlich weird, muss ich fairerweise sagen. Aber das ist auf jeden Fall alles zu dieser Karte. Zu den Handtrips im Deck kommen wir gleich am Ende nochmal, weil das sind einige. Deshalb machen wir jetzt mit den Spells weiter. Wir machen nämlich mit den Ignista Spells weiter. Da spielen wir dreimal die Field Spell Island. Die hat die Fähigkeit, wenn ihr keine Monster in eurer Main-Monsterzone habt, dass ihr aus eurer Hand ein Monster spezial beschwören könnt, ein Cybers Monster, was ein Attribut hat, was ihr diese Runde noch nicht spezial beschworen habt über Island. Und das heißt, wir haben mit der halt 4 Summons, weil wir 4 verschiedene Attribute halt haben. Das ist halt ganz cool. Damit könnt ihr halt hochliegen. Das ist halt der einzige Faktor. Die hat noch eine andere Fähigkeit. Wenn die Karte im Friedhof ist, könnt ihr ein Ignista Monster banishen und könnt dann die Karte wieder aufs Feld setzen. Das heißt, sie recycelt sich halt selber. Das habe ich im Grund, warum wir die dreimal spielen. Dazu komme ich gleich noch. Erstmal geht es weiter mit zweimal Idle Reborn. Die Karte ist super wichtig. Die kann nämlich eure Ignista Monster vom Grave zurückspecialen, wenn ihr einen Gamma kassiert, auf eure Normal Summon, dass ihr weiterspielen könnt. Naja, auf jeden Fall ganz wichtig. Dann spielen wir noch einmal die Karte Eye Contact und das ist auch der Grund, warum wir drei Fieldspells spielen, weil wir können mit der Karte drei Karten ziehen und die ist super. Also es macht halt keinen Sinn, die Karte nicht zu spielen. Man könnte sie theoretisch cutten, aber ich würde sie auf jeden Fall spielen, weil sie gibt dir im Endeffekt halt drei Karten. Und das Einzige, was ihr braucht, ist ein Einer auf dem Feld, was ihr eigentlich immer habt, und ein Einer in der Hand, was ihr zurückmischen könnt. Das heißt, ihr kriegt trotzdem mit der Karte plus 1. Das ist halt trotzdem ziemlich gut. Wir machen weiter mit der Sucherkarte. I Met You. Ich weiß, der Name ist wirklich ein cooler Pun. Das Artwork finde ich ziemlich cool. Die Karte hat die Fähigkeit, dass ihr aus eurem Extra-Deck ein Ignista-Monster vorzeigen müsst und ihr euch ein Ignista-Monster suchen könnt mit demselben Attribut. Da haben wir einige und deshalb macht es auch Sinn zu spielen. Und wenn ihr dieses Monster, was ihr vorgezeigt habt, in dieser Runde nicht spezial beschwört, dann bekommt ihr am Ende der Runde 2300 Punkte Schaden. Das ist jetzt nicht ganz so relevant, aber es kommt mal vor, also behaltet das auf jeden Fall. Die nächste Karte, die wir spielen, ist eine generische Karte. Das ist einmal Cyanid Mining. Ich meine, wir spielen ein Cybers-Deck. Wir möchten unser Cybers-Monster so oft wie möglich haben, also macht es Sinn, den Sucher zu spielen, der in jedem Deck applicable ist, der halt Cybers-Monster spielt. Also seine Meinung auf jeden Fall 3 times. Und dann machen wir weiter mit Droplet, 3-mal, denn wir haben halt ein Problem, Boards zu brechen und die Karte hilft uns halt dabei. Die letzte Zauberkarte fürs Main-Deck ist einmal Caught by the Grave, denn Handtraps sind halt böse fürs Deck und die hilft uns halt dabei. Gamma können wir nicht spielen, weil wir halt auf Normal Summon Effect triggern, das macht mit Gamma also keinen Sinn. Jetzt kommen wir zu den Handtraps. Und das ist gleichzeitig die größte Schwäche und die größte Stärke des Decks, denn ihr habt nicht viele Starter und nicht viele gute Karten, aber ihr habt extrem viel Platz.
Ja, wir sind bei 28 Karten. Und was kommt jetzt? Okay. 3 Impermanence, 3 Wähler, 3 Bell, 3 Ash und 3 Crow. 12 Handtrips. 12 Handtrips. Das heißt, wenn ihr Second geht, habt ihr echt ein Problem und die Handtrips helfen euch halt. Und eure Engine ist halt so klein und kompakt, dass ihr extrem viele Handtrips spielen könnt. Und 12 Stück ist halt krass. Ihr könntet theoretisch sogar 15 spielen, wenn ihr Droplet spielen würdet, aber ich würde euch empfehlen, Droplet zu spielen. Ist eine gute Karte. Auf jeden Fall unglaublich gut, dass dieses Deck das machen kann, weil es in sich halt sehr gut funktioniert. Machen wir weiter mit dem extra Deck. Das extra Deck haben wir erstmal die Link 1 Monster. Da spielen wir einmal den Dark Infant zweimal. Das ist die Karte, die sich halt die Fließbild tun kann, wenn die beschworen wird. Ich weiß, sehr kreativ, aber das kann die. Und die Fähigkeit, wenn ein Monster, was 2300 ATK hat, einen Effekt aktiviert, können wir dieses Monster in eine Zone beschwören, auf die die Karte zeigt. Also verschieben, nicht beschwören. Und dann können wir das Attribut dieser Karte verändern. Das ist wichtig für das Link 6 Monster. Das braucht 3 Monster mit verschiedenen Attributen. Das geht halt damit einher. Meistens macht ihr den zu Divine, weil ihr es auf jeden Fall nicht haben werdet. Kann so vorkommen. Nächster Link 1 Monster ist einmal Link Spider. Denn wenn wir mit dem Deck inhibiert werden, und glaubt mir, das wird passieren, dann können wir damit auf jeden Fall ein bisschen weiterspielen. Zumindest ein bisschen further. Wir kriegen nicht die Endkombo hin, aber wir können zumindest ein bisschen damit spielen, dass wir also jetzt nicht ganz verkacken. Dann unser Link 2 ist, da spielen wir einige. Wir spielen einmal Cyrus Wicked. Ich weiß, der Name ist extrem wild. Aber die Karte hat die Fähigkeit, einen Cyrus Tynomancer zu suchen. Und das kann eine Bururo sein. Ist halt not bad, weil Bururo ist wieder ein weiterer Name. Und natürlich ein weiteres Attribut, was wir specialen können, über die Feedspell. Deshalb ist das mit dem Weg zu machen halt gar nicht so verkehrt. Das zweite Link 2 Monster ist der Security Dragon. Der kann einfach mal auftauchen, dass wir halt mal so ein paar Monster removen möchten. Und der ist halt relativ generisch zu machen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr halt Nibiru-Token habt, dann könnt ihr theoretisch nicht mehr mit der Feedspell specialen. Könnt ihr mit dem Ding Nibiru-Token weglegen zum Security Dragon und dann halt weiterspielen. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, falls ihr wirklich noch Extender in eurer Hand habt. Dann spielen wir zweimal den Splash Mage, weil der uns halt mit 3 Monstern halt ein OTK gibt für Access Code für 2 ATK. Mehr macht er eigentlich nicht, der kann euch auch helfen für die generelle Grundkombo, um auf das Ding 6 zu kommen, aber grundsätzlich ist er für den OTK halt extrem wichtig und ich spiele noch zweimal, weil wir das halt mehrmals machen können, dass wir halt zum Link 6 hochlegen können oder aus der Access Code, deswegen ist die Karte wirklich richtig gut. Dann, zur Überraschung, Update Jammer. Ja, Update Jammer, gute Karte, zweimal angreifen mit Cybersmonstern, was will ich machen, ne, ist eine gute Karte. Dann spielen wir als nächste Karte einmal Dark Templar Ignister. Die Karte sorgt dafür, dass wir das Link 6 rausbekommen. Denn die specialt im Endeffekt, wenn wir Dark Infant in die Zone specialen, 3 Monster vom Grave zurück. Und damit kriegen wir halt den Access zu dem Link 6 Monster. Gute Karte. Zweimal den Transcore Talker, weil Sachen mal wieder zurückzuholen ziemlich gut ist. Und wir relativ easy mit dem Access Core Talker machen können. Also ich sage, gute Karte. Und unser Monster könnte nicht mehr gewählt werden durch Karteneffekte, wenn die Kobolds sind. Ist auch nicht so bad. Dann haben wir einmal den Fire Phoenix Edignista. Den werdet ihr eigentlich niemals beschwören, weil die Karte an sich nicht gut ist. Aber sie ist ein Feuertarget für I Met You, damit ihr den Feuerschalter suchen könnt, weil das die beste Karte noch im Deck ist. Dann machen wir weiter mit einmal Access Code Talker. Ihr könnt den legit auch zweimal spielen. Das kommt halt vor, aber ist dafür eigentlich nicht gut. Also Access Code Talker einmal. Dann haben wir natürlich noch The Rival Cybers Edignista. Die Karte ist ein Link 6 Monster, was unberührt ist von Karteneffekten. Ziemlich nice. Die hat die Fähigkeit, einmal pro Spielzug eine Karte auf den Wert zu schießen, also ein Monster. Und dann könnt ihr euch den Cyber-Token specialen. Und dadurch ist es unberührt von Karteneffekten. Ziemlich gut. Die letzte Karte im Extra-Deck ist einmal der Cyber-Quantendrache. Die sorgt einfach nur dafür, dass euer Arrival nicht durch Access-Code überrannt wird, sondern dass ihr eher ein Material verschwenden muss, um die Karte zu schießen. Oder dass ihr halt nicht irgendeinen Weg findet, da irgendwie drüber zu rennen, weil über 3000 kommt man relativ easy manchmal drüber und dafür ist die Karte halt weg nur da. Mehr macht die Karte nicht. Das war's mit dem Deck. Kommen wir jetzt zum Endboard, auf was dieses Deck immer enden möchte. Das Endboard ist relativ easy zu erklären. Ihr habt einmal den Cybers Quantendrache in Dev da liegen. Ihr könnt sogar eine ATK beschwören, aber ich will es in Dev machen. Und dann habt ihr einmal The Rival Cybers auf dem Feld. Ihr habt Set, einmal Idle Reborn und im besten Fall eine Impermanence oder ein Droplet, eins von den beiden. Und in der Hand 1 bis 2 Handtraps, um halt da durchspielen zu können, was der Gegner macht. Und könnt mit Iron Reborn im Gegnerspielzug, könnt ihr dann Bururu specialen und dann Dalmarien Friede fahren, um nochmal ein extra Negate zu bekommen. Das ist halt jetzt nicht das krasseste Endboard, aber ein 3000er Beatstick, der unberührt ist für Karteneffekten, zu outen, wenn wir den nicht überrennen können, weil der Cybersache da liegt, ist halt nicht schlecht. Und das reicht manchmal auch schon für Game. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen und in den Kommentaren schreiben, was für ein Deck ihr nächste Woche sehen wollt, denn mir gehen so ein bisschen langsam die Meta-Decks aus. Ich hab nicht mehr so viel. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.